Macht. Das machen auch einige extrem in den unteren Gewichtsklassen, bis 66 Kilo noch Gewicht. Das führt einfach dazu, das Wiegen einen Tag vorher, also am Abend vorher, man kann regenerieren, man kann wieder ein bisschen nachladen und es ist oft so, dass wenn man am Abend im Finale steht, dass man vielleicht 5-6 Kilo mehr hat als am Tag vorher beim Wiegen. Zu viel? Das ist normal, ja. Da musst du ja drei Schweine verputzen hier. Also in den Gewichtsklassen, in den schweren Gewichtsklassen. Ja, da wird viel Wasser wieder zugeführt. Und die Masse braucht man schon. Da wird gleich ein Beinangriff abgenommen. Erste Wertung für den Georgier. Ein zaghafter Angriff von dem Kubaner. So, mal probieren, ob es geht. Kubaner mit den größeren Meriten. Letzten Weltcup hat er gewonnen. Eigentlich immer Platzierungen unter den Top 4, Top 5 bei allen internationalen Wettkämpfen. Bei Olympia ist er ganz knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt. Ja, da bin ich gespannt, wie er das löst. Der Kubaner, weil der Georgier sicherlich stark in der Beinabwehr, das hat man gleich beim ersten Versuch gesehen. Und ihm bleibt nichts anderes über, als jetzt Druck zu machen, um den Ausgleich zu schaffen, damit er die Runde gewinnen kann noch. Weil 1-1, letzte Wertung, würde der Kubaner die Runde gewinnen. Also eine sogenannte kleine Wertung würde ihm reichen, aber die muss er erstmal machen, sonst ist die Runde weg. Und es wird nicht mehr viel Zeit sein. Wenn Sie sagen, ihr könnt auch selbst mal mitstoppen, naja, es ist ja effektiv. Und das auf die Sekunde immer einzustoppen, das ist auch nicht so einfach. Gefühl nach etwa noch 15 Sekunden. Das ist zu einfach, was er macht damit. Das blockt der Georgier ab. Ja, findet kein Mittel. Da sieht man mal, wie wertvoll eine kleine Wertung sein kann, gleich zu Beginn einer Runde. Das ist auch keine Mattenflucht, denn der drückt der Kubaner. Nichts gekontert. Ja, die erste Runde ist weg, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein konditionelles Problem für den Georgier wird, so wie er wirkt. Verdammt schnell. Die Körpersprache zeigt schon, dass er angeschlagen ist. Puppt ein bisschen wie Mike Käfer. Ja, das war. Gibt's da, Fred, gibt's da Hilfsmittelchen? So Ammoniak oder was, ja, weiß ich. Hat jeder Sportler so ein Draht zu seinem Masseur und da wird schon mal ein bisschen was über die Nase eingezogen, also um die Luftwege wieder frei zu bekommen. Aber ja, aber was erlaubt ist, wird eingezogen. Ja, ja, sicher, sicher. Nicht irgendwie. Heutzutage sind wir die, ja, damit man es recht versteht. So, zweite Runde. Sternchen. Der Georgier hat die erste Runde gewonnen. Denkbar knapp, aber er hat sie. Und am Ende, wenn er noch mal eine kleine Wertung hinbekommt, dann ist er schon Weltmeister. Ja, der Kubaner will müde machen, erstmal ein bisschen ankommen. Der ersten Runde der Angriff, der war zu schnell und zu schlecht. Da konnte der Georgier noch gut kontern. Mal sehen, ob er das durchsteht. Wird natürlich alles, aber auch alles dran setzen, der Georgier, um nicht in die dritte Runde zu müssen. Das ist bis jetzt aber brotlose Kunst. Ja, das ist nur zerstören. Ankören, wie wir sagen. Mal sehen, ich befürchte, dass der. Früher hätte es hier eine Verwarnung wegen Passivität gegeben gegen den Georgier, aber das gibt es nicht mehr. Nein. Na, so sehr passiv ist er, oder? Gut, er macht keinen Schritt nach vorne, aber da müsste der Kubaner schon ein bisschen deutlicher zum Angriff kommen. Jetzt werden sie sich wohl beide konzentrieren auf den Zwiegriff. Die Situation hatten wir ja gestern schon mal. Ja, das wird dann. Oh, jetzt ist er schön dran. Oh, das wird die Werte. Das wird kein Zwiegriff. Ah! Keine Wertung. Ja, da sieht man, dass er müde ist. Oh, jetzt. Jetzt hat der Georgier eine. 1-0 und viel Zeit ist nicht mehr. Das Ding ist abgegessen worden.
Ja, das ist nur Fassen, um die Zeit zu schinden. Ja, jetzt krabbelt er wie ein Maikäfer nach außen. Er hält nur fest. Nochmal Standkampf, aber... Aber ist das eine Fehlanzeige? Der Kubaner hat eine Wertung bekommen. Fritz, jetzt musst du helfen, ich habe keine gesehen. Dann hatten... Das verstehe ich nicht. Es hätte sein können, dass der Georgier vorhin eine Verwarnung gekriegt hat, als unterbrochen worden ist. Also beim Kampfrichter habe ich nichts gesehen. Da hat der Georgier eine Verwarnung bekommen und dann eine Wertung. Und der, der die Verwarnung hat, der kann bei Gleichstand nicht gewinnen. Also geht es doch in die dritte Runde, wird es nochmal eng. Also das konnte man an der Geste des Kampfrichters nicht sehen. Das muss von außen gekommen sein. Ein Glück, dass ich dich habe. Ich habe es nicht gesehen. Er dachte auch, er hat gewonnen. Ja, jetzt wird es interessant. Ich vermute mal, die pfeifen beide schon auf dem letzten Loch. Da sieht man mal, wie anstrengend 3x2 Minuten sein können. Jetzt kriegt einer von beiden gleich auf dem Zahnfleisch. Aber jetzt mit dem Kopf durch die Wand, das bringt auch nichts. Jetzt reicht wieder eine klitzekleine Wertung. Oder vielleicht der Zwiegriff. Da muss man aufpassen. Die Körper sind glatt, da rutscht man schnell mal. Bei der Wobei Fassart, der Kubaner im Griff, der Georgier ist behaart. Ja, das ist ein Beinangriff, ist dann sauer. Beinangriff auf außen. Gleich zum Mann geschoben, jetzt noch in den Schrupper dran. Also oder eine Beinschraube. Ist die Wertung, ja, ja. Die Wertung ist da und jetzt noch eine Beinschraube und dann. Der legt ihn sich zurecht. Jetzt braucht er nur einen Schraubenzieher und eindrehen. Aber wie gesagt, die Kraft ist auch nicht mehr so ja, da. Und der Kubaner hat lange Hebel, das ist schon. Und das ist jetzt ein sogenannter Händetanz. Das ist jetzt Zeit schon. Jetzt weiß Romero Palacio, dass er was tun muss, aber können, das ist die Frage. Zeit schinden. Ja, den Schuh muss er wieder anziehen. Ja, sicher, das macht aber schön langsam. Naja. Mein lieber Fred, die können beide kaum noch mal sagen. Ja, das, man kann sich das so richtig gar nicht vorstellen, wenn man das so nie gemacht hat. 2 Minuten bei dem Krafteinsatz. Das ist ganz schön intensiv, das schlaucht. Das ist. Und dann kannst du dir vorstellen, wie das in der Bundesliga ist, wenn zwei ausgeglichene Ringer, ob sie nur gute oder schlechte sind, über 5 Runden gehen müssen, was dann an Körnern gelassen wird. Das war eben ein kubanisches Ringerballett auf den Händen. Und jetzt muss er alles riskieren. Jetzt rennt die Zeit weg. Jetzt braucht er unbedingt noch eine Wertung, ansonsten ist der Georgier Weltmeister. Scheinbar den Georgier auch noch eine zweite Wertung gegeben zu haben, weil der Kubaner seinen Schuh verloren hat. Anders kann er mir das nicht erklären. Na nix. Ja, das fehlt auch der Saft. Ja, jetzt ist vorbei. Noch eine Wertung, 3-0. Georgien ein Weltmeister. Bis jetzt. Ja, wir sehen heute noch einen Georgier. Dann in der schweren Klasse. Jetzt sind sie beide froh, wenn es vorbei ist. Ja, das ist auch die Zeit. Der Kubaner Romero Palacio wusste jetzt ganz genau, dass er nichts mehr richten kann. Im Sieg wird die Konditionsschwäche nicht ganz so deutlich. Derjenige, der verliert, da kommt dann auch noch der moralische Tiefschlag dazu. Enttäuscht. Titel für Revas Mindurashvili, Silber Romero Palacio. Hast du auch die Bronzenen? Gleich bei der Siegerehrung.